Gerade eben gab es noch was Untypisches im Stream. Für mich nicht ganz so untypisch. Egal. Jetzt gibt es noch ein bisschen Cyberpunk. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und vor dem Stream hier gab es noch ein bisschen Gitarrengespiele von mir mit Gitarrengesinge. Also dazu, ihr hättet hier live dabei sein müssen bei Twitch. Folgt mir auf Twitch, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann hättet ihr es mitbekommen. Ansonsten, ja, werdet ihr es nie erfahren, wie es war. Es war amazing, es war so wunderbar, es war... Hättet ihr es gehört, ihr würdet noch die Nacht von träumen. Aber jetzt seid ihr zu spät. So, ob Albtraum oder nicht, das lassen wir mal offen. Auf jeden Fall, jetzt sind wir bei Cyberpunk und wir haben noch ein paar Missionen hier, unter anderem hier eine Don't Lose Your Mind zum Delmain Hauptquartier. Jo, why not? Und die Judy wollte ich ja auch nochmal wieder treffen. Okay, jetzt noch ein bisschen Romantik hier. Wenigstens etwas Romantik in meinem Leben. Oh. Sofern mich Judy nicht enttäuscht. Aber zuerst mal gehen wir zum Delamain Hauptquartier. Ist das Auto noch hier? Ja, da ist es noch. Auch wieder der Grafik-Bug par excellence hier, ne? Cyber-Bug. Man kennt das Spiel. Ich bleib dabei. Ja, Cyberpunk 2077. Die Zahl 2077 ist nicht das Jahr, sondern das ist das Jahr, in dem das Spiel bugfrei ist. Ihr habt jetzt zuerst gehört, 2077 ist das Spiel bugfrei. Wahrscheinlich als Re-Release, Remaster. Aber egal. Dann ist es bugfrei. Oh. Kannst du mich hören? Muss einen alternativen Eingang finden. Hallo? Sollten wir uns mal eine Waffe nehmen. Kann man die Tür nicht wieder zumachen? Ach. Okay, ich war schon richtig. Code eingeben. Hi? Oh ne. Keine Ahnung, den haben wir nicht. See. Merken es. Also, F ist benutzen und F ist hacken. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Du hast natürlich recht, Hannibal, erst die Waffe ziehen. Ne? Also ich will hacken. Ich will es nicht benutzen. Ah, jetzt mach das. Okay. Wir müssen es benutzen. Aha.
Das Ding ist halt, ich sehe wieder nichts. Moment. Okay. Die kann man sich übrigens alles durchlesen, ne? Diese Nachrichten da sind alles Texte, die jemand geschrieben und vor allem auch übersetzt hat, aber... Naja. Das ist halt dieses vollautonome Taxiunternehmen, wo wir hier sind, ne? Ja, wie? Wir spinnen die Anzeige wieder. Also ich komme da nicht entlang. Also das wird mich dermaßen brutzeln. Wir speichern mal. Bin ich im Kampf? Ich bin im Kampf. Ich hab's irgendwie nur schlimmer gemacht. Easy. Also ein bisschen was von Portal. Stimme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier richtig ist, wo ich gerade bin. Oh, ich habe so eine doofe Idee. Das ist nicht zielführend. Hm.
Keine Ahnung. Wird gar nichts, da komme ich auch nicht weiter. Weiß nicht, was das bringen soll. Da geht's nirgendwo weiter. Ne. Und das übersehe ich was. Alles klar, gute Nacht, Hannibal. Tschüss, dabei war's. Schlaf gut. Guck mal, ob ich noch irgendwie hier hochkomme, aber. Hoffentlich könnte das eine Leiter sein. Nicht wirklich. Ah. Da nach hinten. Okay, da geht's weiter. Ja, vorhin zugesperrt, okay. Ich glaube, ich muss wieder da hoch. Ah. Okay, okay. Ich soll nicht wirklich darauf. Wir wollen nicht sterben. Lass uns gehen. Muss wahrscheinlich über die Autos jetzt jumpen. Die sind total durchgeknallt, die Dinger da. Okay, also ich muss jetzt irgendwie versuchen, über diese Autos da zu hüpfen. Ein bisschen Boxauto-mäßig hier. Wir plündern alles. Ich schaffe den Zustand zum Kontrollraum, ja. Tritt den Schacht. Welchen Schacht? Denn dahin? Vielleicht jumpen Run Action außen?
Jetzt bin ich runtergefallen. Ich war doch richtig. Ach, verdammt. Ich mecker dann gerne und sag, wenn ich Super Mario spielen will, spiele ich Super Mario. Ja. Aber ich hab's ja selbst verkackt. Wir schaffen dir Zutritt zum Kontrollraum. Finde den Kern. Ja, ich muss da irgendwie rein, aber... Okay, ich bin wohl drin. Okay. Oh, von mir aus, baller doch da drauf. Matrix lässt grüßen. Meinst du nicht, er weiß, was für ihn am besten ist? Könnte viel riskieren, könnte viel verlieren. Oder du befreist seine Bits und Bytes und er wird mehr als ein Butler mit Lippenstift auf Rädern. Und was, wenn es echt ein Virus ist? Und was, wenn du gleich ein paar denkende Lebewesen auslöschst? Du siehst dich selbst in ihm, habe ich recht? Willst du echt die Kinder vom Taxifahrer ermorden, nur weil er lieb gefragt hat und sonst immer so netter war? Naja, irgendwas muss ich tun. Wenn du sie nicht befreien willst, lösch sie wenigstens nicht. Schleich dich in Dells Code und verschmelze ihn mit seinen Ablegern. Okay, also zerstöre den Kern, wie Abtrünnigen von Delamains zu befreien. Setze den Kern zurück, um den ursprünglichen Delamain wiederherzustellen, optional. Hacke in den Kern, um alle Delamains zu verschmelzen. Das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Hacken finde ich am geilsten. Mir ging es nie besser. Warum nach Hause? Ich gehöre nicht mehr in diese Stadt. Sogar dieses Gespräch fällt mir schwer. Okay. Ich entziehe mich jedoch nicht meinen Pflichten. Auch wenn ich zu Neuem aufbreche, werde ich mein erstes, wahres Kind hier bei Ihnen zurücklassen. Ein Sohn wird bis zu ihrem Tode an ihrer Seite bleiben. Leben Sie wohl. Guck dir das an. Kaum wiederzuerkennen. Wenn man bedenkt, dass du dich auf ähnliche Art veränderst. Okay, ah, jetzt kommen wir hier leicht raus. Wie? Hörst du mich? Steig ein. Ich hatte
Angst, dass wir uns verpassen. Delamain? Junior, sozusagen. Du bist direkter als dein alter Herr. Nun ja, das scheint mir irgendwie angemessen. Dein alter Herr ist abgehauen und du musst den Scheiß ausbaden, hm? So sieht es aus. Ich weiß bloß, dass du stirbst und einen Fahrer brauchst. Beim ersten kann ich dir leider nicht helfen. Für Letzteres stehe ich jedoch zur Verfügung. Dann nichts wie weg hier? Dann sag wohin. Okay, also ich denke, wir hätten auf viele Arten und Weisen das lösen können. Und wenn die Delamain-Taxi ist, war komplett verschwunden aus diesem Safe-Game. Würde ich jetzt mal behaupten. So, das wäre jetzt der Bazaar. Wir haben aber noch Nebenquests hier. Wo sind denn die Nebenmissionen? Ich will jetzt zur Judy. Was machen wir noch heute? Zur Judy fahren wir noch. Und ich glaube, so grüne Quests habe ich jetzt alle fertig, bis auf die neuen, die noch reingepatcht worden sind. Sind so Aufträge. Da weiß ich gar nicht überhaupt, ob ich überhaupt Bock habe, die zu machen. Es sind auch nur so 5 oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Vielleicht machen wir die irgendwann. Aber die sind wahrscheinlich, die sind, glaube ich, die unbedeutendsten der unbedeutendsten. So hätte ich jetzt Bock auf Nebenquests erstmal. Also wir düsen jetzt mal dahin. Echt, so rumfahren die uns. Ich hätte ja sehr so rumgefahren. Egal, wir fahren da jetzt hin. Wir fahren da jetzt hin. Ja, die Serie. Ich habe Edgerunners angefangen auf Netflix. Der Grafikstil von dem Anime gefällt mir nicht so 100%. Ich bin andere Anime-Grafikstile eher gewohnt oder gefallen mir besser. Er ist aber nicht schlecht. Er ist nur anders. Ein bisschen anders wie das, was ich gewohnt bin. Teilweise ist er sehr hektisch, der Anime. Aber er macht Lust auf Cyberpunk, weil die Töne und so, also, und man ist in der Welt drin und wenn er angerufen wird, das gleiche Geräusch und so. Man hat wieder das Gefühl, man ist wieder ein bisschen, man kriegt so ein bisschen Lust auf Cyberpunk. Ja. Storytechnisch kann ich jetzt nach 3, 4 Folgen noch nicht viel sagen. Ich glaube, es waren nur 3, die ich gesehen habe. Oder 4. Von, ich glaube, 10, ich muss lügen. Also von, auf jeden Fall kommen noch ein paar. Hab aber schon Reaktionen von anderen gesehen, das soll wohl ziemlich sad oder traurig sein am Ende, ich weiß es nicht. Mal gucken, was mich erwartet. Auf jeden Fall kriegt man Lust auf diese Welt. Das war ja auch Sinn und Zweck. Sie wollten ja alle abholen, die Cyberpunk mögen, um das zu gucken. Und alle, die das dann gucken, sollen wieder Bock auf Cyberpunk bekommen. Das hat ja die meisten Spieler seit langem. Also die höchsten Spieler-Peaks bei Steam. Und ich zähle da nicht mit dazu, weil ich habe es bei Good Old Games, also ich habe es bei GOG. Weil ich habe es da wirklich zum Vollpreis gekauft. Nicht irgendwie reduziert oder so oder im Sale. Zum Vollpreis zu Release bei Good Old Games. Das ist ja eine Tochter- oder Schwesterfirma von CD Projekt Red oder mit einer Firma von denen, wie auch immer, dass die den meisten Gewinn kriegen. Und ich falle halt nicht in die Statistik. Ja, das heißt, eigentlich müsste man noch mindestens einen Spieler mehr draufzählen, die Teile. Was haben wir hier von Radio, bitte? Ups. Das ist Rockradio. Aber sehr Softrock. Es war auch irgendein Need for Speed. Ich weiß nicht, ob es Underground 2 war oder so, wo man so geil über die Autobahn fahren konnte. In der Stadt. Kommen so alte Erinnerungen wach, aber Need for Speed ist ja auch nur noch ein Schall. Also, Leute, also nur noch, was heißt ein Schall? Also da habe ich nur noch wahre Erinnerungen dran und die letzten Teile waren ja nicht so. Wo fahren wir denn hier rum? Haben wir überhaupt schon mal? Ich glaube ja.
Was ein kranker... Oh, machen wir jetzt gemütlicher Tag am See oder was? Ah ja, klar. Ich weiß jetzt nicht, warum ich nicht mehr fahren darf mit der Karre. Ich glaube, die Engine will nicht. Ja. Die Engine will nicht, dass ich zu nah mit dem Auto daran fahre. Das ist aber auch Programmierung aus der Hölle. Dürfte ich mit Juni, warte auf Juni. Ich speichere jetzt mal, weil wenn wir hier etwas falsch machen, versauen wir uns eventuell die Romanze mit ihr. Deswegen lieber einmal abspeichern. Am Geländer? Ach, Geländer. Warum sollten wir hier auf sie warten? Gibt's doch nix. Außer ein paar magische Dosen. Ah ja, gut, warten wir am Geländer. Na, und da vorne ist sie aus dem Nichts. Du bist echt gekommen. Du meinst, trotz all dem Scheiß, den wir durchhaben? Ach, komm schon. Red keinen Blödsinn. Was gibt's Neues aus dem Clouds? Weißt du was? Nichts von Interesse. Es ist jetzt alles neu und alle versuchen damit klarzukommen. Ich auch. Klingt nicht, als wäre alles okay. Heißt nicht, dass es das nicht ist. Gibt's was Neues von den Mox? Ereignisse? Pläne? Keine Ahnung. Ich sehe sie nicht gerade oft. Wie kommt's? Du weißt, wie sie sind. Gehen mir halt manchmal auf die Titten. Bist du irgendwie schlecht drauf? Nein. Judy. Können wir bitte nicht übers Clouds, die Mox, Arasaka oder Militech reden oder dass die Welt vor die Hunde geht? Ich will einfach nicht über irgendwas davon nachdenken. Nicht heute. Also, verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Pass auf, ich habe in letzter Zeit viel an Virtus getüftelt und weiß jetzt, wie man die Erfahrungen zweier Leute gleichzeitig aufzeichnet. Ich dachte, wir könnten es ausprobieren. Natürlich nur, wenn du willst. Wie vereint man zwei separate Neuraltracks? Naja, zuerst wollte ich ein Profil aus zwei Datenströmen machen. Aber das ging voll in die Hose. Kam sich in die Quere, hm? Interferenzen, Rauschen. Ja, das war wie ein schlechter Kunstfilm. Aber nach ein paar Versuchen habe ich es geschafft, bestimmte Gefühle zu isolieren. Du lädst sie also auf separate Neuraltracks, ohne Gefühlsstörung. Cool. Was muss ich tun? Du, mein Freund, wirst mit mir eine Virtu machen. Mehr nicht? Hey, das klingt ja nicht gerade begeistert. Das könnte meine beste Arbeit ever werden. Klingt, als könnten wir das überall machen. Warum sind wir hier draußen? Die Hütte gehörte einem Bekannten von mir. Doch jetzt ist sie verlassen. Daher kann ich sie hin und wieder nutzen. Und dort willst du die Virtu drehen? Nein, wir drehen alles unter Wasser. Nein, vergiss es. Scheiß Idee. Sag ihr, sie soll sich einen anderen Blöden suchen. Wie sieht's aus? Machst du mit? Warum sagst du das? Weiß nicht. Mir gefällt das einfach nicht. Wenn ich an die Dunkelheit und an die Tiefe denke, kriege ich schwitzige Hände. Und das, obwohl ich gar keine mehr habe. Du kannst ja gerne an Land bleiben.
Na klar, bin dabei. Super. Gehen wir. Ich hab die Hardware hier. Weiß nicht, ob es so klug ist, aber wir machen es mal. Okay. Zieh dich um, Landratte. Machst du das oft? Tauchen? So oft ich kann. Warum sind wir ausgerechnet hier? Warum? Gefällt's dir nicht? Ist okay, aber gibt's einen Grund für genau diesen Ort? Natürlich. Wart's ab, du wirst ihn noch früh genug herausfinden. Nimm den Taucheranzug, ich suche ihn noch. Hier, zieh ihn einfach an, okay? Ah, da. Der Rekorder muss natürlich mit. Der Anzug steht dir richtig super. Spar dir die Anmache. Okay, dann mal los. Arschkalte Brühe. Ich komme. Gut, es kann losgehen. Du zuerst. Bleib dicht hinter mir und tauch nicht so schnell nach unten. Wohin genau wollen wir? Bis etwa zur Hälfte der tiefsten Stelle. Dort ist es pechschwarz, aber es gibt kaum Strömung. Sollte sicher sein. Willst du die genauen Koordinaten? Nein, wozu? Ich bleib einfach in deiner Nähe. Okidoki. Virtus bedeuten dir mehr als nur das schnelle Geld, hm? Natürlich. Denk an Gemälde, Songs. All das soll menschliche Gefühle ansprechen. Stimmt, so funktioniert jede Art von Kreativität. Genau. Kunst ist ein Behältnis, ein Auslöser für Gefühle. Und BDs sind Gefühle in Reinform. Kalibrieren. Zuerst die Bewegungssensoren und das Aufnahmezeug. Schwimm mal im Kreis um mich herum. Okay, ich war nicht weit genug. Das hat das Spiel nicht registriert. Sehr gut, das hat geklappt. Jetzt hier, Herr V. Jetzt? Soundcheck. Ich summe ein Lied, du sagst mir, welches es ist. Pass auf. Den kenne ich, Etta Sorrentino, Only You. Bingo. Okay, das sollte reichen. Was jetzt? Gleich kriegst du was zu sehen. Achtung. Und jetzt gut festhalten, okay? Kann mich nicht festhalten. Also ja, theoretisch gesehen gibt's ein... ja. Ab nach unten. Ach so, ich muss tauchen, oder was? Da geht's automatisch. Was geht automatisch? Was machen wir hier? Das darf man doch mal fragen. Was machen wir hier? Beeindruckend, oder?
Wir tauchen, ja, aber... Das ist unglaublich. Was ist das? Unser ganz eigenes Atlantis. Der Ort hieß Laguna Bend. Noch vor 15 Jahren wohnten hier Menschen. Ja, ich erinnere mich. NCDEM Limited wollte einen Damm bauen. Die Leute protestierten. Der Rest ist Geschichte. Häuser, Spielplätze, alles verloren. Du hast irgendeine Bindung zu diesem Ort, oder? Allerdings. Ich bin hier aufgewachsen. Ich war nicht hier, seit Laguna Bend von der Karte verschwand. Warum zeigst du mir das? Ich brauche die richtigen emotionalen Reaktionen. Ich habe das Gefühl, das wird perfekt für mein Experiment. Warum ist das hier so perfekt? Weil ich hoffe, dass du all die ungefilterten Gefühle aufnimmst, die der Ort in mir hervorruft. Ob du willst oder nicht, du wirst darauf reagieren. Das will ich festhalten. Klingt Nova. Tun wir. Verstehe. Und das ist so wie das Gefühl, wenn man das erste Mal was probiert. Das erste Mal ein Lied hört. Das erste Mal das Lieblingseis isst. Warum warst du nicht schon früher hier? Gute Frage. Ich würde ja sagen, ich hatte keine Zeit, keine Ausrüstung, die Sterne standen falsch. Aber die Wahrheit ist, es fühlte sich komisch an. Und diese reinen Gefühle, wie wir das erste Mal das hier jetzt erleben, das will sie wieder erleben. Deswegen nimmt sie das auf, wie wir das jetzt zum ersten Mal fühlen. Das ist eigentlich ganz... ganz interessant. Das erste Mal in eine fremde Wohnung geht der Geruch oder so, das ist auch. Das ist das erste Gefühl halt, was man halt das hat, das ist einzigartig. Ein rotes Licht, was macht es? Es leuchtet rot. Flo's Diner, bester Laden der Stadt und der einzige. Die Burger waren mittelmäßig, zu fettig und groß. Jetzt weiß ich das. Aber früher waren sie das Beste, was ich je zwischen die Zähne kriegen konnte. Und nebenan habe ich gewohnt. Zusammen mit meinen Großeltern. Aber sag Bescheid, wenn du weiter willst. Sieht aus, als hätte das mal zu deinem tollen Diner gehört. Das Sehen. Deine Kindheit hat wie Scop Dogs von Capitan Caliente geschmeckt. Mit Habanero-Soße extra scharf. Besonders lecker, wenn man sie vom Stand geklaut hat. Wie sagt man? Es ist nicht Caliente, wenn's nicht brennt. Rein wie raus. Komischer Ort für ein gerahmtes Bild. Das Wasser hat es bestimmt aus einem Haus geschwemmt. Kann man was erkennen? Nein, nicht wirklich. Ich hab hier was. Sieht aus wie eine alte Kamera. DPI 350. Echte Antiquität. Gefällt sie dir? Dein Ernst? Die ist großartig. Was war mit deinen Eltern? Einen Dad gab's nie. Und Mom starb, als ich noch klein war. Erinnere mich kaum an sie. Hab noch ein Foto von ihr, aber ich sehe eine Fremde darauf. Was war das? Diese Stimmen. Stimmen? Außer dir habe ich nichts gehört. Hockeyschläger? Gab's hier eine Eisbahn? Schön wär's. Wir haben auf Rollerblades gespielt. Genug gelabert, Alvarez. Wegen dir verlieren wir noch. Komme! Die sind so gut wie erledigt. Also, willst du mit mir gehen? Sorry, ich muss los. Die rufen mich. Hier, nimm die Kamera. Ist bei dir gut aufgehoben. Setzt sonst nur Algen an. Wow, danke. Wie war das, bei deinen Großeltern zu leben? Wie waren die so? Mein Opa hatte es mit technischen Dingen. Hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Und hat mir Geschichten erzählt. Das war nie langweilig. Meine Oma war temperamentvoll. Eben noch wütend, dann kalt wie Stahl.
Tot. Wo sind deine Großeltern hin? Nach Night City? Ja, für ein paar Jahre. Hatten die Wohnung gemietet, die jetzt mir gehört. Aber sie haben es gehasst. Sind nach Oregon gezogen. Hm. Ich fahre sie manchmal besuchen. Lass uns weiter schwimmen. Aye, aye, Captain. Mir nach. Suchen wir hier irgendwas Bestimmtes? Nein, aber umsehen können wir uns trotzdem. Ist doch schön ruhig hier. Fast als wären wir jenseits von Raum und Zeit. Wie in der Schneekugel. Mal sehen, was wir noch so alles finden. Vorstellen, dass in einer Unterwasserwelt so viel am Platz ist. Hm. Wasserflaschen? Touché, Judy. Touché. Ich verstehe nicht, wie man ausgerechnet sein Auto zurücklassen kann, wenn man zügig verschwinden muss. Hey, was denkst du denn, wie alt ich bin? Die Schrottkarren haben 50 Jahre auf dem Buckel. Die standen hier schon, als ich noch ein Kind war. Sahen damals genauso aus. Aber waren eine echt gute Deckung bei Max Tech und Psychos spielen. Hm. Der Bereich ist weg. Auf der Map. Wollte alle drei haben. Aber irgendwie habe ich jetzt keine Chance mehr. Warum? Ah, da. Ja, die gehört dir nicht? Armes Ding. Liegt hier ganz allein seit 20 Jahren. Ist also doch deine? Nein, sie gehörte Jenny Chapman. Ihre Puppe geklaut? Als ob. Nur versteckt. War ein Monster. Versteckt? Warum? Weil ich fand nur Loser spielen mit Puppen. Eigentlich wollte ich nur, dass sie mich beachtet. Damals, als Puppen nichts als Spielzeug für Kinder waren. Ich will wissen, was noch auf uns wartet. Na dann komm, ich will dir was zeigen. Fühlt sich echt komisch an, hier durchzuschwimmen. Wo du früher gerannt bist. Wo sich dein Leben abgespielt hat. Kannst du mir vorstellen. Die Kirche sieht aus wie früher. Die war schon immer alt und sah aus wie von Aliens erbaut. Und die Glocken hatten Risse. Klang voll gruselig und irgendwie schief. Komisch. Bis eben hatte ich das vergessen. Jetzt kann ich sie beinahe hören. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, ich höre die Glocken auch. Echt? Du hörst meine Erinnerung? Vielleicht eine Nebenwirkung. Verschlossen. Schade. Vielleicht führt ein anderer Weg rein. Versuchen kannst du's. Bist du gern hergekommen? Ich war nie wirklich hier. Hab die Kirche nie richtig bemerkt. Sie war einfach nur da, als wir
erfuhren, dass sie Laguna Bend fluten wollen, haben die Leute hier den Protest organisiert. Hier ist eine Öffnung. Ich glaube, da können wir durchschlüpfen. Schon unterwegs. Okay, sie ist irgendwie reingebackt. Ich war mal hier drin, als keiner da war. Das Dach. Aber mal da gestanden und dachte, was dem Padre wohl durch den Kopf geht, wenn er all die Leute ansieht. Hab mich gefragt, wie er die Gedanken der Leute liest. Weil er alles über sie wusste. Ich hab geschrien wie am Spieß, um die Akustik zu checken. Empfang wird immer schlechter. Ich höre dich laut und deutlich. Alles okay? Ah! Wie? Bitte! Oh, Gott sei Dank. Du lebst. Was ist passiert? Du warst ohnmächtig. Wie hast du mich rausgeholt? Weiß nicht mehr. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe einfach funktioniert. Hey, langsam. Ganz ruhig. Ich schätze, du hast mir das Leben gerettet. Danke. Hab's dir gesagt. Im Giftmüll zu tauchen ist eine blöde Idee. Aber nein, auf mich hört ja keiner. Johnny. War das dein Konstrukt? Du hast ihn gehört? Du hast ihn gehört? Gehört wäre zu viel gesagt. Er war nur in meinem Kopf. Wie ein Gedanke, der weder meiner noch deiner war. Ignoriere sein Gejammer. Unser Verhältnis ist kompliziert. Was mache ich hier noch? Du solltest lieber noch nicht in die Stadt zurück. Ich bin auch müde. Hab jetzt keine Lust zu fahren. Lass uns doch heute Nacht hier bleiben. Was meinst du? Warum eigentlich nicht? Wem gehört das Haus? Du sagtest, du kennst den Besitzer. Einer unserer Nachbarn wollte unbedingt in Laguna Bend bleiben. Die Bullen haben ihn aus dem Haus gezerrt, als das Wasser kam. Also baute er sich ein neues, so nah wie es ging. Aber dann wurde er krank. Damals war das Wasser noch viel giftiger. Erstmal plündern. Du musst furchtbar frieren. Ich brühe was auf. Wie trinkst du dein? Mit Milch und Zucker. Milch und Zucker, bitte. Das volle Programm, hm? Hab den Generator vergessen. Ich mach schon. Du solltest langsam machen. Immer schön vorsichtig. Ich finde, die Gefühlswellentransmitter hätten noch besser getuned werden können. Die waren manchmal ziemlich heftig. Wir haben Strom. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Jody? Scheiße. Wie war das? Ich konnte dich nicht richtig hören. Ist irgendwas? Nein, alles gut. Denkst du an Evelyn? Das Clouds ist am Ende. Die Tiger Claws haben sich wegen Hiromi und den anderen gerecht. Gab eine Schießerei. Tom ist tot. Roxanne hat gerade so überlebt. Der Laden ist vorerst geschlossen. Will nicht drüber reden oder nachdenken. Ich wollte es dir nicht sagen. Damit du nicht denkst, ich mach dir Vorwürfe.
Wie kommst du drauf, ich könnte das denken? Weiß nicht, ich... Lass uns das Thema wechseln. Ich glaube, ich leg mich hin. Bin müde. Lass uns einfach abhauen. Aber weck sie nicht auf. Judy nervt dich, weil sie sich um andere kümmert und dich daran erinnert, dass du ein narzisstisches Arschloch bist? Sie ist total verrückt. Weigert sich, durch die Tür zu gehen, springt aus dem Fenster und wundert sich, wenn's weh tut. Sie erinnert dich an Alt, oder? Nein, verdammt. Niemand kommt nur im Ansatz an Alt ran. Und was wir hatten. Lass uns endlich abhauen, okay? Dann verpiss dich doch. Ich lasse jedenfalls nicht mitten im Nirgendwo allein. Ach, ich kann nicht mit dir reden, wenn du so sentimental bist. Schlaf wenigstens, damit mir das Streiten erspart bleibt. Ich glaube, ich hab's verkackt. Wollen wir nochmal laden? Sagt die Uhrzeit. Ich glaube, ich sollte nochmal laden. Wir speichern nochmal. Da. Wir laden nochmal. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das der richtige Dialog war. Weil sie liegt ja offensichtlich alleine auf der Couch. Du kennst den Besitzer. Genau, wir sollten das hier jetzt nochmal speichern hier. Einer unserer Nachbarn wollte unbedingt in Laguna Bend bleiben. Die Bullen. Also baute er sich ein neues, so nah wie es ging. Aber dann... Haben wir alles schon gemacht. Komm, mach den Kaffee. Du musst furchtbar frieren. Ich brühe was auf. Wie trinkst du dein? Mit ein bisschen Milch. Genau wie ich. Top Antwort. Ah, hab den Generator vergessen. Ich mach schon. Du solltest langsam machen. Immer schön vorsichtig. Ich finde, die Gefühlswellentransmitter hätten noch besser getuned werden können. Die waren manchmal... Wir haben Strom. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Judy? Schatz. Wie war das? Ich konnte dich nicht richtig hören. Ist irgendwas? Nein, alles gut. Erzähl keinen Scheiß. Wir sind noch synchron. Schon vergessen? Das Clouds ist am Ende. Die Tiger Claws haben sich wegen Hiromi und den anderen gerecht. Gab eine Schießerei. Tom ist tot. Roxanne hat gerade so überlebt. Der Laden ist vorerst geschlossen. Will nicht drüber reden oder nachdenken. Ich wollte dir nicht sagen. Damit du nicht denkst, ich mach dir Vorwürfe. Wie kommst du drauf, ich könnte das denken? Weiß nicht, ich... Lass uns das Thema wechseln. Ich glaube, ich leg mich hin. Bin müde.
Weiß nicht, ob der andere Dialog besser gewesen wäre. Ich spiele jetzt einfach mal weiter, wir haben es ja gesaved zur Not. Jetzt kommt er wieder, sag mir gern. Die Tossi nervt mich. Aber weck sie nicht auf. Dann verpiss dich doch. Ich lasse hier. Die Chance, dass sie jetzt in der Nacht zu uns krabbelt, besteht. Sie ist gering, aber sie besteht. Okay. Hey, setzt du dich ein bisschen zu mir? Hier ist dein Kaffee. Morgen. Endlich. Weißt du, ich glaube, ich habe mich gestern entschieden. Ich habe dich angerufen, um mich zu verabschieden. Die Stadt hat mich zerkaut und spuckt mich jetzt aus. Was ist mir da? Okay, also ich glaube, ich habe sie jetzt verloren. Ja, irgendjemand hat falsch gemacht. Der City passt nicht zu jedem. Es ist so. Night City ist nicht für jeden. Ich bin hier aufgewachsen. Ich dachte, mich kann nichts überraschen. Und jetzt? Wenn ich könnte, würde ich auch einfach packen und abhauen. Aber ich bin noch nicht so weit. Gib mir deine Hand, Vi. Das war's schon. Glückwunsch, du hast jetzt Zugang zu meiner Wohnung. Oh, du willst, dass ich einziehe? Wenn du das willst. Oder komm einfach vorbei, wenn du magst. Ich bin sprachlos. Sowas hat noch nie jemand für mich getan. Du vertraust mir wirklich. Pass auf dich auf, Vi. Das war's? Wirklich? Unser letztes Treffen? Noch vor einer Minute schienst du nicht so entschlossen. Kein Grund zu warten. Ich bleib noch ein paar Tage hier. Dann hau ich ab. War schön, dich zu kennen, Vi. Bis dann. Und melde dich mal übers Holo. Welchen Erfolg habe ich freigeschaltet? Ich habe Judy verloren? Was ist das für ein Erfolg? Was ist das für ein Erfolg? Das ist kein Erfolg, das ist ein Trauerspiel. Bis dann, Judy. Okay, also ich werde hier jetzt definitiv aufhören zu spielen. Ich habe ein paar Safe Games. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich noch hätte was ändern können. An dem Tauchgang. Und an dem, an den Dialogen im Haus. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hätten sie so oder so verloren. Weil wir es vielleicht schon im Vorfeld verkackt haben. Das weiß ich nicht. Ich werde die jetzt abspeichern und mich nochmal schlau machen. Ich nehme noch einen alten Save, den ich überschreibe hier. Zack. Und ja, weil wie gesagt, eigentlich wollten wir ja auch die Romanze-Reihenfolge hier irgendwie hinkriegen. Also die Romanze mit ihr, aber vielleicht habe ich es einfach verkackt und ich werde das Spiel nicht nochmal spielen. Nein, 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 nein. Ja, Cyberpunk. Ein schönes Spiel, immer noch mit Bugs. Wir haben heute wieder einen gesehen. Sie sind immer weniger. Ich spiele sie Tage weiter. Ich möchte ja durchkommen mit dem Spiel. Noch bevor das DLC kommt, das werden wir denke ich schaffen.
Und andere Games kommen auch wieder. Sea of Thieves machen wir, Return to Monkey Island machen wir weiter und. Aber hier, an dieser Stelle ist jetzt Schluss für den Livestream wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.